Lieber Carsten, du hattest mich zum Tanz aufgefordert, auf dass wir wieder eine Runde miteinander meandern, tanzen, wo wir nie wissen, welche Abzweigung wir nehmen. Du hattest als Überschrift Leben versus Überleben. Ja. Bei mir war das Rad des Schicksals, Karma, das Rad des Schicksals, das war, und auch natürlich also das ist ein bisschen anknüpfend an die Sendung, die du mit Michael gemacht hast, ne? Das war etwas, was mich beschäftigt hat. Und naja, mittlerweile, und ich halte es diskret, keine Angst, haben ja die Ereignisse eine Eigendynamik angenommen, die zumindest also bei mir, in meinem Leben, nicht spurlos an mir vorübergehen. Also das ist schon so an der Wurzel, so existenziell, dass das, was ich in den letzten Sendungen gesagt habe, nämlich, dass wir hier wirklich mitten in Armageddon, im Endzeit sind, das wird jetzt deutlich, im Großen wie im Kleinen. Wir werden das jetzt nicht, das machen andere, ne? Also wir ge begeben uns wieder in den Nahen Osten. Aber obwohl, in das Innere können wir uns sehr wohl begeben, da sind wir ja komisch, da können wir uns reinbegeben, weil Carsten, da sind wir auf sicherem Terrain. Wenn wir die Abzweigung nach innen nehmen, sind wir auf Dann, sicherem Terrain. ja. Also die Frage, schönen guten Abend an alle, auch an dich. Wollen wir wirklich die Rubusbrücke nehmen und den Fährmann rufen? Ja, oder wollen wir ihm nur sagen, wir kommen später? Ja, um das jetzt mal kryptisch, ägyptologisch zu sagen. Also jetzt mit dem Ziel, mit vielen Worten nichts zu sagen. Ja, also die Ereignisse spitzen sich gerade zu. Es ist tatsächlich stürmisch gerade. Und ja, viele Sachen kippen. Also wie soll man das nennen? Also mir fehlen ehrlich die Worte. Ja, weil das ist ein Zustand, den wir gerade erleben, den wir miterleben, wo wir mittendrin sind, der jeder Beschreibung spottet. Ja, es ist so eine Mischung aus Realsatire und ja und Frohlocken, je nachdem von wie du schaust, aus welcher Perspektive du das jetzt betrachtest. Denn die Tatsache, dass sich die Dinge jetzt überschlagen, lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Es ist Endphase, es ist Endstimmung und es ist tatsächlich Offenbarung. Ja, also es gibt Menschen, Wesenheiten, die haben so viel Angst vor dem, was sich da jetzt offenkundig zeigen wird, dass sie alles versuchen mit Ablenkung, mit neuen Bühnen aufbauen, mit neuen Kameras und mit neuen Beleuchtungstricks, ja, damit ja die Inszenierung, die da jetzt seit 70 Jahren mehr oder weniger erfolgreich gelaufen ist, damit die ja nicht beendet wird. Die möchten alle irgendwie weitermachen. Zumindest die, die die Kameraführung machen und die in der Regie sitzen. Die möchten gerne irgendwie weitermachen. Aber ich glaube, wie heißt es schön, letzte Ausfahrt Brooklyn. Ja, sie haben leider diese Ausfahrt verpasst. Und jetzt müssen sie gucken, dass sie auf dem Weg, auf dem sie jetzt sind, noch irgendwo ankommen. Aber ich glaube nicht, dass sie noch irgendwo ankommen. Und vielleicht nehmen wir das als Anlass, um zu gucken, wo kann es denn überhaupt gehen? Was ist denn Leben im Unterschied zum Überleben? Was haben wir denn da für ganz pragmatische Ansätze? Was haben wir denn da für Beispiele? Und was können wir jetzt da aus dem Hut zaubern oder welche Pfeile können wir jetzt aus dem Köcher herausziehen? Und wie können wir denen irgendwie einen Vektor geben, damit sie ihren Weg fliegen? Du hast als Einstieg, hast du, wie hast du es, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie du es genannt hast, aber wollen wir da wirklich hineingehen, ne, so, und das heißt also, das ist ein Engpass. Das ist, und ich meine, du hast in der Sendung mit Michael darüber gesprochen, über diese Passage, wenn du die eine Welt verlässt, aber noch nicht in der anderen angekommen bist. Ich Zwischenwelt. weiß jetzt, Zwischenwelt. die Zwischenwelt, genau. Ich will jetzt bewusst mal nicht den Geburtskanal, weil das ist schon so Ja, abgenudelt, ja. sondern weil wir auch von einer anderen Dimension reden. Also ist so eine irdische Geburt auch nicht das richtige Bild, sondern das Wort Trans ist da auf jeden Fall drinnen, na, weil, wie hast du es jetzt, du hast das Horus, die Passage des Horus, oder wie hast du es jetzt genannt? Also, die Metapher war, wir können jetzt den Horuspfad wählen, um den Fährmann zu sagen, wir kommen später. Genau, da würde ich gerne, also mein letzter Blick, ich weiß nicht, ob du jetzt Zeit Nee, hattest, ja.
Weil es, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir von A, nehmen wir jetzt mal von Ja. A nach B gehen, ja, Ja. also ob das kann aber auch irgendwie eine Kopie sein oder wie auch immer. Also Erde 2 plus 0 ist völlig wurscht, wie wir das jetzt nennen, oder einfach Bewusstseinsstadien. Und dazwischen ist das, ist diese Passage. Und du hast es jetzt, ja, man kann es mit Sticks und also es ist auf jeden Fall eine Zone, wo wir keinerlei Kontrolle haben. Und darauf habe ich in meinem letzten Video bin ich darauf eingegangen, dass wenn du hier, wenn du an dem Punkt bist, wo du dich so viel von irgendwelchem Ballast befreist, notgedrungen, freiwillig oder gezwungenermaßen, damit du hier durchpasst, ja. Und das war der Inhalt meines letzten Videos, dass ich gesagt habe, wir verbringen vielleicht unser ganzes Leben damit, dem auszuweichen. Wir schließen Versicherungen ab, wir schauen, dass wir möglichst viel ersparen und in Gold investieren und irgendwie uns selbst ernähren können und ich weiß nicht was alles, ja, und einen Ofen und einen Kachel und Ding und ich weiß nicht. So, und dann kommst du an diesen Punkt, ja, wo es dich hier hinein, das ist jetzt die Frage, hineindrückt oder hineinzieht, das ist die Frage. Hier musst du wie Inanna in der Unterwelt oder welches Bild auch immer einiges ablegen, ne, an Ballast. Das ist, was denke ich jetzt passiert, damit du da durchpasst. Aber was mir so wichtig ist, ist das Unausweichliche. Das ist nichts, wo du sagen kannst, ach, mache ich's oder nicht, der sogenannte freie Wille und die Entscheidung und was, ich weiß nicht, da ist gar nichts mehr. Das tut. Da wirst du durchgepresst und durchgezwängt und du denkst natürlich hier drin, das ist der Todeskanal, da wären wir beim Thema Leben oder Überleben. Und wenn du dann da draußen, da auf der anderen Seite rauskommst, was hattest du gesagt von wegen Frohlocken? Ich weiß gar nicht, ob du dann frohlockst, ganz ehrlich. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir das vielleicht einmal, also ich habe es einmal erlebt. Frage, erlebt man es öfter oder ein Teil von uns oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ich weiß nur eins, als ich da durch die Wurst gepresst war, bin ich hier raus. Und da war nichts mit Frohlocken. Ich war geschafft ohne Ende. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um das mal zu verdauen und zu wissen, was ist hier eigentlich passiert mit mir. Also, und ich habe das Gefühl, jetzt ist irgendwas davon, vielleicht ist ja ein Teil hier noch zurückgeblieben oder wir erleben es in du weißt schon, in diesen berühmten Spiralen, ne? Immer Ja. wieder. Auf jeden Fall, ich habe das Gefühl jetzt. Es ist aber kein Déjà-vu, es ist keine Wiederholung. Es ist auf einer höheren Ebene jetzt. Ja. Ja, es ist jetzt was anderes. Zeig doch mal das Bildchen gerade. Das erinnert mich an eine. Ja, also sobald du Bildchen zeigst, macht das was. Wir sind ja Bildwesen und durch den optischen Reiz werden ja ganz viele Kaskaden freigesetzt. Ich habe dir. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber das ist schon eine ganze Weile her. Da habe ich dir ein bisschen was von dem Atommodell erzählt. Niels Bohr und vice versa, den Heisenberg. Und da gab es dann irgendwann einen Modellwechsel. Der Bohr ist ja von Schalen ausgegangen. In der Mitte gab es einen Kern und darum fegen die Elektronen mit Lichtgeschwindigkeit, wieblablub. Und das Modell wurde irgendwann über den Haufen geworfen, gegen ein Orbitalmodell. Es haben sich nämlich Kugeln, geh nochmal dein Bildchen hoch, das da sind zwei Kugeln von zwei Wahrscheinlichkeitsräumen. Ja, so. Ich erinnere mich noch an mein erstes Semester, da hatte ich einen pfiffigen Professor und ich hatte das Glück, anstatt eine Abschlussklausur zu schreiben, durfte ich bei dem ins Kolloquium. Ja, weil ich irgendwie im Vorfeld da, was auch immer, egal. Auf jeden Fall, ich saß da mit dem da am Tisch. Er hatte seinen Kaffee und seinen Kuchen und ich hatte nur gar nichts. Und da, Herr Pötter, was machen wir dann jetzt? Worüber reden wir dann jetzt? Er fragt mich, worüber reden wir jetzt? Eigentlich hätte er mir eine Frage stellen müssen. Dann lassen wir uns doch über Heisenberg sprechen. Oh, meinte er. Ja, also Chemie, erstes Semester in der Pharmazie. Normalerweise redest du da von irgendwelchen Trennungsgängen, von irgendwelchen Kochverfahren. Nee, ich wollte was über Heisenberg wissen. Und meinte, also es gibt ja diese komischen Modelle, wenn dann so zwei Elektronen oder so zwei Atome aufeinanderstoßen, um ein Molekül zu bilden. Das, was du da jetzt gerade sind, ist das Molekül A und Molekül B. Ja, und wenn die beiden sich treffen, ist an der Grenze dieser beiden, also die Schnittstelle, ist tatsächlich
die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons gleich Null. Aber es muss einen Weg geben, den dieses Elektron vom Raum A in den Raum B durchschreitet. Da habe ich ihn gefragt, wie kann das sein, wenn diese beiden Systeme hermetisch abgeschirmt sind und die Wahrscheinlichkeit am Schnittpunkt Null ist? Wie geht das überhaupt, dass irgendein Elektron diesen Raum A verlässt, um einen Raum B zu betreten? Die Prüfung war damit beendet. Ja, also wir unterhielten uns nur noch über Philosophie und nicht mehr über Chemie, weil das ist ja Physik im Prinzip. Und das hat mich doch nachdenklich gemacht. Wenn selbst er, manchmal war schlaues Kerlchen, auf diese Frage, die der Student an den Hochschullehrer stellte, keine Antwort hatte, dann dachte ich mir, da machst du mal weiter. Denn genau da sind wir nämlich jetzt. Also, du verlässt Raum A auf dem Weg zum Raum B und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich in welcher Form auch immer zwischen diesen beiden Räumen befinden kannst, ist von der Wahrscheinlichkeit her null. Da wären wir jetzt bei Schrödingers Katze, ne? Ist die Genau, Katze drinnen also oder ist sie tot oder ist sie lebendig? Ist sie drin oder nicht? das weißt du erst dann, wenn du den Deckel aufmachst. Ja, so. Und das ist jetzt sozusagen das Kinderüberraschungsei von Nutella, nee, von wer auch immer das macht. Ja, du wirst es dann wissen, wenn du den Deckel lüftest. Und da sie alle von Terra Incognita Angst haben, weil sie nicht wissen, dieses Ungefähre ist nicht definierbar, ist nicht beschreibbar, hat jetzt quasi jeder nach eigenem Vermögen Schiss, Vermögen wiederum, ja, weil er nicht weiß, was ihn da hinten erwartet, wenn er dann in B eintritt. Er kennt B gar nicht. Und das Wesen, oder die Zwischenwelt davon weiß ja auch nichts. Also du wirst von ganz vielen Ängsten, von ganz vielen Merkwürdigkeiten getriggert, tangiert, was weiß ich. Auf jeden Fall, du hast ziemlich Schiss in der Hose, weil du hast keine Ahnung, was soll denn das überhaupt? Aber du sagst, es ist unausweichlich. Das heißt, niemand fragt dich mehr, willst du da durch? Die Frage stellt sich gar nicht mehr. Du musst da durch. Das heißt, der Weg ins Ungewisse ab dem letzten Abfahrt Brooklyn gibt dir keinen Weg mehr. Ich hätte gerne nochmal in die U-Bahn-Station, die ist aber zu. Ja? Dir bleibt jetzt nur der offizielle Weg durch das große Nichts in das neue Etwas. Ich glaube, an der Station sind wir jetzt gerade, jeder für sich. Und jeder hat seinen eigenen Schnittpunkt von A nach B. Jetzt kannst du das Papier wieder runtermachen, bevor du einen Krampf kriegst. Ja, es ist nämlich wirklich spannend, weil nur für die Zuschauer, die sich vielleicht wundern mögen, warum ja bei einer Sendung haben wir eine Kritzelei oder ich habe in einem Blick eine Kritzelei und dann habe ich eine andere Kritzelei. Aber im Endeffekt, also ich komme ja, ich glaube aber bei dir ist das ähnlich, aber weiß ich aber nicht, ich kann nur von mir sprechen. Ich komme ja nicht von der Physik von der Theorie, sondern ich komme von dem, was ich erlebe. Und schaue, wie ich das veranschaulichen kann in einer Kritzelei oder wenn ich etwas im Außen, was weiß ich, ob es Heisenberg oder die Giuliana Conforto ist oder der Walter Russell, wo ich etwas merke, da wird etwas veranschaulicht, was dem entspricht, was ich erlebe, was ich erfahre. So, und da gibt es mehrere Möglichkeiten, weil wir könnten jetzt wieder einmal, hahaha, wir könnten das auch wieder jetzt so übereinander tun und sagen, das Ganze ist nicht nebeneinander, sondern es ist ein Ding nach oben. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ne, nehmen wir mal den Tierkreis, ne? Ich habe in meinem letzten Blick über die Eintritts- und Austrittspforte gesprochen. Der Aszendent wäre die Eintrittspforte, dann gehst du den ganzen Kreis. Mit dem 12. Haus vollendet es sich und nach der 12 kommt die 13 normalerweise. Und mit die 13 ist das, was dich auf eine höhere Ebene also hebt. Das heißt, die 13 wäre in dem Fall die Passage. Das heißt also, dieser Raum, also es sind nur verschiedene Anschauungsmöglichkeiten. Und was mir auch sehr gefällt, erinnerst du dich, ich habe es jetzt da drüben liegen, dieses Bild von Michelangelo, wo, wenn wir jetzt das so nehmen, dann wäre hier der Adam. Na, also das wäre Adam. Und das wäre quasi Gott oder das Göttliche oder das Kosmische oder das Himmel, wie man das jetzt Das immer. hier.
Genau das hier. Und da ist ja eine Lücke dazwischen. Und das fand ich sehr, sehr, ich hätte das Bild da drüben, aber ich glaube, wir kennen es jetzt alle, ne? Ich muss es jetzt nicht holen. Ich habe einen ganzen Artikel, der wirklich sehr, sehr spannend war, über die Lücke, weil der eine, der Adam, streckt sich und ne, mit dem Finger und Gott streckt sich und dazwischen ist eine Lücke. Und wie gesagt, der ganze Artikel war über diese Lücke. Und wir könnten uns im Leben auch auf die Lücke konzentrieren und sagen, der Kontakt findet an der Grenze statt. Und natürlich wären wir da wieder, das ist jetzt eine andere Sendung, das ist unsere vorherige, glaube ich, wo wir über die Neuronen gesprochen haben und über die saltatorische Übertragung. Weil diese Lücke, die da dazwischen ist, dieser Raum des Nichtwissens, ne, diese Terra Incognita, kann man auch bezeichnen als diese zwischen den Synapsen, ne, wenn oder der Leap of Faith, Indiana Jones, ne, der Schritt des Vertrauens. Du gehst ins Nichts und du weißt nicht, wirst du auf der anderen Seite aufgefangen. Es ist nur der Glaube oder das Wissen oder wie auch immer oder wie du das immer nennen willst. Aber hier findet ganz viel statt in dieser Lücke, in dieser vermeintlichen Lücke, in diesem, ja, das ist natürlich, da sind wir jetzt im Nullpunktenergie, schwarzes Loch, wie du das jetzt immer bezeichnen willst. Ja, und hier wäre man natürlich bei der weißen Substanz, wohingegen hier wäre man bei der grauen Substanz. Das wäre eine Möglichkeit, es zu veranschaulichen. Und ich meine, wir wollen ja nicht, dass das so theoretisch wird, gell? Weil du hattest ja Leben versus Überleben. Genau. Leben findet hier statt, ne? Ah, Entschuldigung, Ja, Überleben findet hier also statt. ich denke Sorry. mal, ein Großteil der Menschen, die hier auf diesem Globus verweilen, überleben. Die werden zwar alt, aber nicht reif. Ja? Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, dass ich ja in den letzten 4, 5 Jahren hatte ich ja das zweifelhafte Vergnügen, ein Altenheim zu versorgen als Apotheker. Und nach dem Altenheim kommt nur noch die Kiste. Ja, Endstation. Und wenn du diese Menschen anschaust, fallen dir drei Merkmale auf. Sie müssen gefüttert werden, sie müssen gewickelt werden und sie rufen nach ihrer Mutter. Diese drei Merkmale deuten darauf hin, dass sie kein eigenes Leben hatten. Sie haben nur Zeit überbrückt. Das ist das, was uns ex cathedra von Schwarzkitten erzählt wurde. Es ist wichtig, dass du dieses Jammertal möglichst rasch durchschreitest, sodass du dann irgendwann dereinst auch zur Rechten Gottes sitzt. Ja, das war die Verheißung. Und in dieser Verheißung steckt, dass du eigentlich nur überlebst. Das heißt, du überbrückst Zeit, einen Zeitkorridor. Und was dir fehlt, diesen Zeitkorridor, ob das nun 3 Jahre, 30 oder 80 Jahre ist, was dir fehlt, ist ein eigener Inhalt. Weil du wirst getrieben durch äußere Bedingungen, durch Glaubenssätze, durch Vorgaben, die dir andere machen. Das beginnt bei Mutter, Vater, geht dann weiter bei den Lehrern, dann irgendwann bei den Hochschullehrern, bei den Chefs und dann kommen dann die Ehemänner und Ehefrauen, die letzten Endes dann immer den Part ausfüllen, der dir aus eigenem Vermögen sagt, was richtig und was falsch ist für dich. Und am Ende stehst du dann da und wenn du dann Bilanz ziehst und stellst fest, was ist denn dein Eigen? Was ist wirklich dein Eigen in diesen 80 Jahren? Ja? Was kannst du sagen, ist aus mir geschöpft? Da werden ganz viele wahrscheinlich erstmal gar nicht drauf einsteigen wollen, denn diese Bilanz wird wahrscheinlich ernüchternd. Wenn du nämlich zusammenfasst, dass die Summe deiner Wirkungen oder die Summe deines Tuns nicht aus deinem eigenen Impetus heraus entstanden sind, sondern aus den Vorgaben, die die andere gemacht haben. Also Kreativität. Der Michael hat das gestern so formuliert: Du hast hier hier unten den Beruf, ne Quatsch, die Berufung, und hier hast du den Beruf. Ja? Das heißt, das hier heißt eigenes Leben mit Inhalt füllen, und das hier oben heißt Vorgaben anderer zu erfüllen und dabei vergessen, weswegen du eigentlich hier bist. Wenn du nicht weißt, wozu du hier bist, weil du weder deinen Platz kennst, noch deine Aufgabe, noch dein eigenes Motiv für das Hiersein, kannst du eigentlich nur von Tag zu Tag in diesem Zeitkorridor springen, den wir jetzt als Überlebensraum nennen. Diejenigen, die jetzt an dieser Schranke stehen und den Durchtritt in das neue Feld, wir nennen es mal Lebensfeld, das ursprüngliche, wie es mal war, die da jetzt hinüberschreiten oder hindurchgezogen oder hindurchgesaugt werden, die davon wenig wissen und auch in sich kein Zentrum haben,
auf das sie sich verlassen können, die werden da alles Mögliche versuchen, um den Rückweg anzutreten. Aber es gibt keinen Rückweg mehr an dieser Stelle. Es gibt nur noch den Weg nach vorne ins Ungewisse. Ja? Leben über Leben heißt für mich überspitzt formuliert, wenn du von Anfang an nicht weißt, wer du bist, warum du hier bist und für wen du hier stellvertretend agierst, kannst du letzten Endes dein eigenes Profil, also das, weswegen du hier bist, nicht leben, sondern du wirst irgendjemanden kopieren, irgendjemanden nachahmen, in irgendjemandes Fußstapfen treten, ja, um versuchen dann über dieses Nachahmen halbwegs Lebensberechtigung zu generieren. Das gilt ja für ganz viele. Und jetzt kommt ein Punkt, wo du dich selber bewähren musst. Bewährung heißt aushalten, wo du ins Nichts fällst oder durch das Nichts hindurch transzendierst. Und in dieser transzendenten Phase, es ist nur eine einzige verlässliche Quelle gibt, und das ist das Zentrum in dir. Und glaube ich, an diesem Zentrum in mir oder in dir findet jetzt die größte Bewährungsprobe statt, die dem Menschen seit Anbeginn der Zeit bevorsteht. Das ist also meine These. Bin ich ganz bei dir. Und ich denke, die meisten, die uns jetzt zuhören, werden das wissen. Das haben sie bereits kapiert. Entschuldigung, das klingt so von oben herab. Aber ich denke, das haben die meisten, ne? Dass dieses, das kann doch nicht alles gewesen sein, die Partikel und der Führerschein. Das ist, denke ich, den meisten hier klar, dieses Hamsterrad, wie wir es nennen. Was vielleicht nicht so klar ist, weil das in der alternativen Szene noch sehr hoch gehalten wird, ist das Rad des Karmas. Also wenn wir jetzt tatsächlich die zwei hier ersetzen, denn auch du hast ja jetzt gesprochen von mehr oder weniger, wenn wir in das Bild übergehen, nochmal von einem, ne? Also wenn das Rad des Schicksals ist mit den Speichen, nehmen wir mal hier mit den 12 Speichen, ne? Also 1260er Struktur und so weiter. Sind jetzt nicht 12, aber ist wurscht. Ja, also und da ist das Rad des Karma, ne? Wo wir uns, ich weiß nicht seit wie vielen Jahrtausenden, Jahrmillionen oder wie auch immer, immer hier mühselig im Kreis gedreht haben, ne? Weil wir den Ausgang nicht gefunden haben, beziehungsweise, ich will eigentlich sagen, weil es nicht der rechte Moment ist. Ich will uns von der Schuld befreien, dass wir so dumm waren, den Ausgang nicht gefunden zu haben. Ich glaube, er war vorher, es ist wie so ein Sesam, öffne dich. Das Portal öffnet sich erst, wenn es soweit ist. Also es ist eigentlich auch egal, ob wir jetzt gefühlt eine Minute, Relativitätstheorie kann sich anfühlen wie eine Ewigkeit. Und also wie lange es jetzt tatsächlich war, dass wir hier im Kreis gegangen sind und das Gefühl haben, also gefühlt in einer ewigen Schleife des Überlebens uns befunden haben, das ist ja, das kann keiner wissen. Ne? Manche reden von Millionen von Jahren oder wie auch immer oder 5000 Jahre. Es ist aber eigentlich nicht so wichtig, sondern was wichtig ist, dass wir jetzt, wenn wir das jetzt so nehmen würden, ne, dass hier die Eintrittspforte wäre, das wäre übrigens die kosmische Spalte, nur so nebenbei, wo hier das beginnt, ne, das Rad, und hier endet es, und hier ist diese Spalte, ne, von der wir jetzt eigentlich gesprochen haben, was diese Passage ist, ne? Und das ist diese Schwelle, diese Todesschwelle, ne? Die aber hier hinein, und das ist ja das, worüber du jetzt gesprochen hast, ne? Die 13 führt hier hinein, das ist das Zentrum. Und da erinnere ich mich an Archimedes von Syrakus. Kannst du dich an den noch erinnern? Der ist eigentlich berühmt dafür geworden, ein griechischer Mathematiker, Physiker und Ingenieur. Der hat Ingenieurarbeit gemacht. Und das war der, der gesagt hat, störe meine Kreise nicht. Das sieht man, glaube ich, auch bei Indiana Jones, der Sean Connery. Ne? Genau. Und was er aber auch gesagt hat, war, gebt mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Und Das ist der Begriff des archimedischen Punktes. Und da sind wir bei Walter Russell. Und ich meine, es geht jetzt hier nicht um Theorie. Es geht tatsächlich darum, dass wir das erleben. Nämlich Walter Russell sagt, hier drinnen ist der Hebel. Und wenn wir jetzt von Karma reden und da wird ja immer genannt, das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, und ich meine, das ist Bullshit. Karma ist für mich nur Tat und die Konsequenz der Tat. Aber also es ist quasi das, was zwischen Ursache und Wirkung ist, die Tat des Menschen, die er vielleicht entscheiden kann. Er kann sich entscheiden, bringe ich den jetzt um oder haue ich dem den Schädel ein oder was mache ich? Also da hat er vielleicht noch einen freien Willen. Aber die Ursache ist hier drinnen im göttlichen Kanal, in diesen 97%, in dem, was wir hier
das nennen. Da ist das Meer der unendlichen Möglichkeiten, wie ich es mit der Dr. Michaela Dane besprochen habe. Also sprich, die Ursache liegt im Göttlichen. Wir schaffen überhaupt keine Ursachen, sondern die Ursachen, wir handeln dann einfach nur und machen Entscheidungen, schließen eine Versicherung ab oder sonst irgendwas. Das heißt also, Karma ist einfach nur, ja, was sehen wir und was ernten wir, aber es hat mit den Ursachen nichts zu tun. Und dementsprechend, das ist jetzt meine, na nicht Theorie, das ist meine Erfahrung, dass wir nur auf der Ursachenebene können wir eine andere Wirkung erzeugen, ist kein schönes Wort eigentlich, oder? Ermöglichen als das, was wir jetzt die ganze Zeit haben. Und in Bezug auf, wir hatten das Thema im Vorgespräch, ne, ein ganz, ganz lieber Mensch, der irgendwie, ich will ja, ich weiß ja nicht, der eingesperrt wurde und wo eine Wand eingesperrt. Und ich habe gesagt in meinem Blick, das ist die Chance. Diese Wand, die wirklich, die zur Umkehr führt, ne, die Wand führt in die Wände. Und wenn du eingesperrt bist, ne, in vier Wänden eingesperrt bist, dann klatschst du an eine Wand. Und du kannst nichts anderes tun, ja, als geistig durchstoßen und dann kommst du auf der anderen Seite raus. Und das ist die Chance in dem Ganzen. Habe ich jetzt zu viel auf einmal Nein, angesprochen? ich War es bekomme nicht verwirrt? ich schon mit. Karma, das kommt mir gerade, ist nichts anderes als die Norne Skuld. Ja, Das das ist hast der, du auch mit Michael angesprochen. ja genau, weil das ist der Vektor der Zukunft. Skuld ist der Vektor als Folge einer Tat. Das ist die Wirkung. Ja, das heißt, wenn etwas passiert, hat das eine Auswirkung. Und diese Auswirkung hat immer eine Konsequenz. Und diese Konsequenz ist das, was du an dir über dich erlebst. Deine erlebte Welt, deine erlebte Wirklichkeit ist die Wirkung oder ist die Konst deines Tuns oder Nichttuns. Also auch Nichttun hat eine Konsequenz. Ja, also wenn du unterlässt, obwohl du weißt, du müsstest jetzt tätig werden, hat das genauso eine Konsequenz, als wenn du fälschlicherweise tätig wirst in einem Bereich, von dem du weißt, wenn ich das jetzt mache, folgt dies und das dem auf dem Fuße. Also du kommst aus der Nummer nicht raus. Ich bin ja ein Verfechter nicht von Schuld, also Schuld, vielleicht noch als kleine Epistel von gestern oder vorgestern, nee, war gestern, ne? Schuld ist ja der am besten konstruierte Klebstoff auf diesem Planeten, weil er Abhängigkeiten schafft. Wer an Schuld klebt, kommt nie runter davon. Es sei denn, er löst den Kontrakt, ja, mit dem Anteilseigner dessen, der diesen Vertrag ursprünglich paraffiert hat. Und da musst du dann auch zu dem oder zu der Instanz in dir, die auch göttlich ist, wo du sagen, ich spreche mich frei, ich löse mich von dieser Konstruktion und sage, ich stehe hier ab sofort nicht mehr zur Verfügung, ich gehe. Egal, was mich das kostet. Ja. Das heißt im Prinzip der Schluss, der eigentlich dann ansteht, wenn du in deiner Verantwortlichkeit stehst und sagst, das, was ich bisher gemacht habe, ist für mich nicht richtig. Und ich komme da nur raus, indem ich diesen Kontrakt löse und ihn sozusagen als ungültig oder als nicht mehr wirksam deklariere. Das geht nur, indem ich mich proklamiere. Ja? Nur freie Menschen können proklamieren. Alle anderen stellen Anträge. Niemand wird dich freilassen, wenn du Kirchgänger bist. Du weißt ja, wir machen diese Taufentsiegung. Wenn du Kirchgänger bist, nützt es nichts, beim Ortspfarrer oder beim Diakon vorstellig zu werden und sagen, ich trete jetzt aus. Du kannst zwar ein Stück Papier paraffieren, aber das entbindet dich nicht vom Eigentumsbindungsbereich der katholischen Kirche. Du bleibst dennoch sein Eigentum des Maximus, ja, des Herrn in Weiß in Rom. Du bleibst dennoch energetisch sein Eigentum. Die Paraff hat nämlich keine Auswirkung, wenn du nicht in der Lage bist, dich energetisch daraus zu lösen und diesen ursprünglichen Kontrakt an seinem Ursprung aufhebst. Und das ist das, was wir in dieser Taufentsiegelung machen. Wir bringen die Menschen, die das wollen, genau an diesen Punkt, wo diese Paraffe in seiner Ursprünglichkeit mit dem Urheber dieses Kontraktes geschlossen wurde. Erst dann wirst du frei. Und übertragen auf das, was wir jetzt gerade vor uns haben, ist, wir lösen uns aus den nichtmenschlichen gemachten Verpflichtungen und treten in eine Menschenzeit ein. Wir verlassen Kronos. Die Sekunde fährt an die Wand. Sprachen wir schon mal drüber. Und in dem Moment, wo die Sekunde zerbröselt,
also dieser externe Maschinenzeitgeber, Taktgeber, zerfällt, in seine Einzelteile zerfällt, tritt Kairos auf den Plan. Der Augenblick, das Moment, das Jetzt, das Nun, das Immerwährende, was eine unendliche Ausdehnung hat, weil es gibt nur diesen Moment. Und wenn wir uns diesen wieder vergegenwärtigen, und zwar in uns, das geht nur auf der Herzebene. Kairos ist in seiner Implikation das Herz. Herz ist Kairos, weil das ist der einzige Takt, der für dich Gültigkeit haben sollte, weil nach dem lebst du, nach deinem eigenen Rhythmus, nach deinem eigenen Vermögen. Das ist der Lebensfunke, der mal gesetzt wurde. Die Geschichten kennen wir jetzt schon, die müssen wir hier nicht mehr ausführen. Aber das ist das, was während, was immer während in dir im Sinusknoten befeuert wird. Dieser Funke regelt, steuert den Sinusfunken oder den Sinusknoten und der organisiert deinen Herzschlag. Ohne Lebensfunken gibt's keinen Herzschlag. Ja, und das Herz wird wahrscheinlich kurz stillstehen, während du diese Passage durchschreitest. Weil dann stirbt nämlich die Vorstellung von dir und dann stirbt auch die Vorstellung der Welt in dir. Das ist aber notwendig, um in einer neuen Verfassung, in einer anderen Verfassung, diese Passage zu durchschreiten, um dann im Raum B aufzutreten, einzutreten, aufzustehen, aufzuerstehen, wie auch immer wir dann diese Metapher nennen wollen. Transkribiere das wieder, weil wir haben immer mehrere Möglichkeiten. Ja. Eine Möglichkeit ist, was du jetzt mit dem Kairos erzählst, also im Gegensatz zu Kronos, ne? Also Kronos ist, hier herrscht Kronos, ne? Das Das ist ist der Herr. die 1260er Ja. Taktung von nacheinander natürlich, von linearer Zeit. Und hier herrscht Kairos, also es ist alles gleichzeitig, es ist alles miteinander verbunden. Oder man könnte es auch hier, wenn wir jetzt das Eintreten in die irdische Existenz, wo ja auch, das geht ja auch über den Herz-Sinusknoten, am Anfang ist das ja alles schon angelegt. Das heißt also, das ist, du trittst ein durch Kairos, durchläufst dann dieses Rad des Schicksals oder deine Inkarnationen oder wie du das jetzt immer nennen willst, deine 1260er-Taktung, durchläufst du im Horoskop, in der Astrologie würde es heißen, du durchläufst es einmal, um dann am Ende hier wieder über diese selbe Passage, da wäre Passage quasi hier, ne, über die kosmische Spalte, dann hier hineinzugehen, wo eine völlig andere Welt herrscht, völlig andere Gesetzmäßigkeiten herrscht. Und du hast Schuld genannt und ich würde mal sagen, Schuld ist ja nicht umsonst ähnlich wie die Sünde, das, was wir schuldig bleiben. Also sprich, du kannst immer nur nacheinander, wenn wir jetzt bei Walter Russell sind, ne, der sagt, hier ist All eins. Und hier kannst du immer nur, du kannst es jetzt auch wie zwei gegenläufige, ne, eine Plus-Elektrode, die in die eine Richtung geht und eine Minus, eine Minus, die, nicht Elektrode, Entschuldigung, Elektrizität nennt er es. Also Minus, die in die andere Richtung geht. Also so entsteht Bewegung und da Ja. kannst du es immer nur nacheinander. Da bist du entweder Männchen oder Weibchen, zumindest war es bis jetzt so, und du machst entweder das eine oder das andere und das andere bleibst du halt jeweilig schuldig, bis du es wie bei einer Wippe in den Ausgleich bringst. Und so kann man natürlich diese ganze Karma-Nummer sehen, ne? Oder auch in seinem Leben, dass wir gewisse Dinge in Ordnung bringen, in den Ausgleich bringen, in die Harmonie bringen, damit wir schlank genug sind für diese Passage. So könnte man es auch benennen, ne? Und auf jeden Fall, wie du ganz richtig sagst, sind wir jetzt in diesem Durchgang, dass wir hier rauskommen, wo diese Gesetzmäßigkeiten ja nicht mehr gültig sind oder zumindest wir können dann nach wie vor noch in dieser Welt sein und wir betrachten diese Welt, aber wir identifizieren uns nicht mehr damit, weil wir hier, und da wären wir jetzt bei Archimedes, dann sind wir der Dreh- und Angelpunkt hier in der Mitte. Und dann ist der ganze Karma und Reinkarnations- und Schuld und Sühne, und ich weiß nicht, Schuld und Sühne hieß das ja euer Gespräch, das hat sich dann alles erübrigt, wenn du von hier heraus nicht nur betrachtest, sondern auch wirkst, in die Welt einwirkst und die Welt begehst. So irgendwie wäre jetzt meine Transkription dessen, was du Ja. erzählt hast. So.
Und an dem Punkt befinden wir uns jetzt. Wenn wir uns nochmal vergewissern und vergegenwärtigen, dass wir energetische Wesen sind und dass wir letzten Endes nicht anderes sind als organisierte Energie. Und die wirksamste, die mächtigste Energie auf diesem, in diesem System, in diesem Universum ist Liebe. Ja? Also alles, was ist, ist so oder so von Liebe getragen. Und sich das wieder klar zu machen, dass das, was wir sind, nur Ausdruck dieser Kraft sind. Und wenn wir darauf vertrauen, dass wir das sind, kann eigentlich nichts passieren, denn es ist bereits alles passiert im Sinne einer Passage. Ja, wir sind ja durch unsere Sinne bis dato daran gekoppelt, die Dinge im Nachgang zu reflektieren, weil wir es nicht gleichzeitig können. Unser Hirn schafft es einfach nicht, sich Gleichzeitigkeit vorzustellen. Wir sind ja so getaktet, dass es immer nacheinander zu geschehen und passiert. Ja? Wir sind weit weg davon, zu uns vorzustellen, dass die Dinge alle gleichzeitig geschehen. Und zwar unabhängig davon, wo wir gerade sind und wo wir gerade stehen. Ja? Das ist der Kulminationspunkt, den ich aus der Philosophie der Koinzidenz nenne, wenn also die Dinge gleichzeitig zum richtigen Augenblick, mit der richtigen Intention, mit der richtigen Absicht und mit den richtigen Menschen zusammen. Wenn also diese Dinge zusammenkommen, dieses Koordinatensystem mit vier oder fünf Strichen, die dann sich an einem einzigen Punkt kreuzen, das ist dann der koinzidente Punkt oder das ist dann der Schöpfungspunkt oder der Nullpunkt, besser gesagt, in dem all das entsteht. Erstmal als Gedanke und dann in der Ausbreitung entsteht aus diesem Gedanke dann die Wirklichkeit aus ein und demselben. Und diese Wirklichkeit, die gestaltet, ob er das nun will oder nicht, ob ihm das nun bewusst ist oder nicht, gestaltet jeder selbst. Das heißt, wir werden dann Herr unserer Wirklichkeit und haben dann die Wahl, ob diese Wirklichkeit so bestehen bleiben soll, so wie sie gerade stirbt für unsere Augen. Das heißt, wünschen wir uns nur einen neuen Anstrich in dieser Hütte oder wünschen wir uns ein neues Gehäuse? Ja, möchten wir umziehen? Also, da gibt es dieses Märchen von einem, der auszog, um das Fürchten zu lernen. Kennst du das? Ja, der im Grunde noch nichts anderes tat, als irgendwie zu beweisen, weil er hatte keine Ahnung, was Angst ist oder Furcht, wusste nicht. Und alle Herausforderungen, dem er sich stellte, haben nicht dazu geführt, dass er tatsächlich Furcht oder Angst als Gefühl entwickeln konnte. Er konnte machen, was er wollte. Es ging nicht, weil er war bei sich. Und jemand, der bei sich ist, kennt keine Furcht, weil er hat ja alles, was er braucht. Ja? Und das ist jetzt der Punkt. Die, die jetzt auf die Reise gehen, sollten sich fragen, ist in meinem Gepäck alles, was ich brauche? Oder habe ich da noch Zeug drin, was ich nicht brauche? Wie ist mein Rucksack gepackt? Sturmgepäck ist ein militärischer Begriff, aber er beschreibt die Metapher, weil wir gerade in stürmischen Zeiten leben, brauchen wir auch Sturmgepäck. Ja, möglichst leicht, mit möglichst wenig drin, aber das Essentielle muss drin sein. Und dieses Essentielle ist das, was ich Kompass nenne, was ich Intuition nenne, was uns erlaubt, in dieser stürmischen Zeit durch das Auge des Orkans zu schreiten, weil dort ist Ruhe, um dort nochmal diese Horizontalität in eine Vertikalität zu kippen, um dann eben nicht an die Mauern zu stoßen, sondern sich tatsächlich um 90 Grad zu drehen und sich dann entscheiden, oben raus oder unten runter. Egal, aber es geht nicht nach links und es geht nicht mehr nach rechts. Es geht nur nach oben oder nach unten. Also zurück zum Hades, um jetzt zum Fährmann zurückzukommen und sagen, ich komme, weise mir den Weg oder sagen, Hades, ich komme noch nicht, ich habe einen anderen Weg. Ja, ich komme später. Warte mal, jetzt hoffe ich, erinnere ich mich an alles, weil du hast jetzt sehr viel angestoßen. Also erstens mal glaube ich nicht, dass wir jetzt, aber das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Ich glaube, dass es, dieser blöde Begriff alternativlos geht auf die Merkel zurück, aber wenn du tatsächlich keine Wahl hast, wenn es, also ich denke vor allem für die, die wir hier, die uns da jetzt zuhören, lauschen, da bin ich überzeugt, wir sind in einer Blase drinnen von einer Vorhut, da haben wir keine Wahl. Da ist, wenn es Zeit ist, ist es Zeit. Und
dann ist nichts mit dir. Mache ich das oder mache ich das nicht? Ne? Und sehr spannend, du hast nämlich von diesem, was wir hier zurücklassen, gesprochen und was unser Gepäck, was wir brauchen. Und da ist tatsächlich die Sendung, die der Michael gemacht hat mit dem Vermögen, ist unglaublich, weil genau das ist der Punkt. Was lässt du zurück? Natürlich lässt du auf der einen Seite dein Vermögen, dein Pseudovermögen zurück, was du glaubst, was dich, ne, die materielle, der Ballast und so weiter. Und was du mitnimmst, ist aber dein inneres Vermögen, dein eigentliches Vermögen, das, was der Schatz, den du immer dabei hast, weil er in dir ist, der dir nie abhanden kommt. Das nimmst du mit. Und, Entschuldigung, was ich aber noch sagen möchte, ist, dass wir hier, du hast ja schon erwähnt, wir lassen auch alle möglichen Überzeugungen zurück, sonst passen wir da nicht durch. Und da gehört zum Beispiel dieser Schuldkomplex dazu, ne? Und dieser, die, auch diese, jemand anderer erlöst uns oder jemand anderer urteilt uns über uns und so weiter. Und da ist für mich, wenn wir jetzt schon von dem Karma-Begriff wieder reden, die meisten haben da einen moralischen, eine moralische Sichtweise darauf und meinen, da wird man belohnt oder bestraft. So ist ja auch der Hinduismus, ne, mit dem Kastensystem in Indien. Du wirst entweder bestraft, so rechtfertigen sie das ja auch, oder du wirst belohnt. Aber es ist ja der Punkt, dass hier in dieser Welt, das ist nicht mehr gut und böse. Gut und böse ist immer noch hier diese beiden verschiedenen, ne, plus minus, ist gut und böse. Ne? Aber wenn du hier stehst, dann, das ist, was du ablegst, deine Überzeugung von Gut und Böse. Da geht es nur noch um reine Energie. Es ist eine energetische Geschichte, die völlig wertfrei ist, die jenseits von Gut und Böse ist. Und ich denke, das fällt ganz vielen hier noch schwer. Also ich merke immer wieder, wie auch in den Gesprächen und so, wie die Menschen noch fixiert auf dem sind, auch auf diesem, ich bin ein kleines Kind, ich muss lernen. Und ich kriege jedes Mal, ehrlich gesagt, einen dicken Hals, wenn mir jemand sagt, ich muss lernen. Nein, wir lernen nicht. Lernen tun kleine Kinder. Wir erfahren etwas. Das ist was ganz was anderes. Das ist eine Erfahrung, die wir machen. So gewinnen wir Erkenntnis. Das hat aber mit Lernen, der Begriff Lernen setzt einfach voraus, dass da ein Lehrer vorne ist, der mir irgendwas erzählt. Und dann bleibe ich im Kleinkindmodus. Ne? Und das sind für mich auch die Dinge, die hier jetzt zurückbleiben, die wir hier opfern, die wir hier zurücklassen. Warum kommt da immer so ein Daumen hoch, weißt du Ich weiß das? es nicht. Irgendwie haben wir Zuschauer, obwohl wir noch gar nicht Nein. live sind. Spooky. Spooky, spooky. Ist die Türe bei dir zu oder klopfen Sie da schon? Die Anderwelt klopft Die andere. an. Okay. Ein Zeichen, ein Zeichen. Genau. Ich meine, vielleicht ist deswegen ja auch die Physik ein so wunderbarer Einstieg, weil wir da jenseits von dieser moralischen Bewertung von Gut und Böse sind, ne? Und von Bestrafen und Belohnen. Naja, also die Moral steht ja immer in einem Bewertungssystem. Ich versuche immer, mich auf eine Grundethik zu fokussieren. Eine Grundethik will nichts. Eine Grundethik hat keine Erwartung. Und eine Grundethik entspricht unserem Herzverfasstsein. Das Herz will nichts. Das Herz urteilt nicht. Das Herz macht auch nichts. Aber es kann alles. Ja? Diese Chakra 4, um es mal auf den Punkt zu bringen, ist sozusagen der größte, wirksamste Dreh- und Angelpunkt. Er steht nicht umsonst in der Nummer 4. 5, 6, 7 drüber und 3, 2, 1 drunter. Wenn also 4 der Dreh- und Angelpunkt von diesen 7 Hauptchakren ist, dann dreht sich, was unser Vermögen anbetrifft, alles um das Chakra 4. Ist das Chakra 4 dicht oder ist es verfasst als Höhle? Ist es verfasst als eine Anhäufung von Steinen oder ist das Herz versteinert? Bist du niemals in der Lage, dieses Unerhörte wahrzunehmen? Denn das Herz spricht nur leise, sehr leise. Ich habe es immer mit einer Melodie verglichen, die so leise ist, dass du deinen Verstand runterregeln musst. Erst wenn der Verstand ganz unten angeregelt ist, dann bist du in der Lage, deine Herzmelodie zu hören. Und das ist das, was deine eigene Gewissheit, das, was dein eigenes So-Sein repräsentiert. Und das ist das, und das ist der Motor für das Sturmgepäck, was du brauchst. Da ist der Sprit, ja, da ist der Treibstoff für deinen Motor drin. Ja?
Der Motor hat bis dato Diesel oder Benzin oder was auch immer gefressen. Das fällt dann weg während der Passage. Dieser Motor braucht dann keinen Treibstoff mehr im Sinne von flüssigen Zeugs, sondern er braucht nur noch den Lebensfunken. Ja? Weil der Lebensfunke geht dann unmittelbar zu deiner Zündkerze. Ja? Und er braucht dann auch keinen Sprit, der dann explodiert, sondern der Funke detoniert in dir und macht dich von innen hell. Ja? Und zeigt dir das gesamte Ausmaß dessen, was du bist, nämlich eingebunden von etwas oder von etwas in etwas. Ja? Ich glaube, da haben die meisten Angst vor, weil ihnen die Vorstellung dazu fehlt, dass nichts, gar nichts voneinander getrennt ist. Alles, was ist, ist Teil des Ganzen. Und dieses Teil vom Ganzen können wir nur erfahren, indem wir uns sozusagen einbinden wieder, rückbinden an alles. Und ich glaube, das ist sozusagen die Herausforderung, die jetzt in der nächsten Zeit für jeden bereitsteht. Kann er sich vorstellen, will er sich oder will er wagen, will er dieses Leben wagen? In der Gewissheit, du kannst Leben nicht versichern. Ausgang ungewiss. Und es gibt keine Abzweigung mehr irgendwohin. Ja? Es gibt nur noch diesen direkten Weg in dieses unbekannte Land, was du selbst bestellen musst. Ja? Wo es auch keine Schuld mehr gibt und nur noch Ursache, Wirkung. Das heißt, du wirst automatisch auf dein Tun zurückgeworfen. Und Oder auf das, dein Sein, oder auch dein noch, Sein, ja, ja. weil das ist dann die Unmittelbarkeit, die uns dann bevorsteht, ja, die zu gegenwärtigen und uns dann dort in diesem Gegenwärtigsein neu zu orientieren und dort unser Zuhause zu finden, was völlig anders aufgebaut, organisiert und strukturiert wird als das, was wir jetzt gerade verlassen, wo auch alle Gewissheiten nicht mehr da sind, die vermeintlichen. Da kommt der Punkt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, ich glaube. Ja, oder wie ich es in einer dreiteiligen Sendung mit jemandem, mit Ulrich Bonefeld, besprochen habe, der Raum des Nichtwissens führt zur Gewissheit. Und das Ja, ist genau. nicht nur ein Sager, sondern das ist tatsächlich so, ja. Du stellst ja die Frage, was treibt, oder du hast es angesprochen, was treibt uns an? Und Ja. ich denke, man kann ja hier auch eine andere, wenn man das Rad jetzt hier nimmt, dann kann man auch. Ah, sowas. Dann kann man auch, also ich habe das jetzt so, wir gehen so, das wäre das Tierkreiszeichen. Wir können aber auch sagen, wir kommen aus der Mitte heraus, wenn wir jetzt davon ausgehen, hier war der Sinusknoten, das Herz, ne? Aus dem Herz heraus. Es ist ja bezeichnenderweise, das Herz ist ja der Beginn des Embryos, es entfaltet sich ja alles aus dem Herzen heraus. Und dann können wir sagen, wir erleben eine Moment, geht. Metallkraft. Zentripetalkraft nach außen, genau. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich denke, da sind wir jetzt. Und das ist Walter Russell übrigens, ne, der das veranschaulicht hat. Und da sind wir jetzt. Also Walter Russell zeigt auf, dass das nicht endlos ist. Also dieser zweite thermodynamische Grundsatz, den ich da mit der Dr. Dahne auch besprochen habe, dass das, also Russell sagt, das ist Quatsch. Von wegen, wir sterben den Wärmetod, weil sich das immer mehr ausbreitet, ausbreitet. Nein, er sagt, es breitet sich nur bis zu einem gewissen Punkt. Da wär jetzt wieder die Wand, da wäre die Wende und bezeichnenderweise ist das der Punkt, wo wir am extremsten am Außen orientiert sind. Das ist ja das, was du die ganze Zeit sagst. Hier geht es ums reine Überleben. Hier Ja. sind wir in der Sozialisation, in diesem Gruppenbewusstsein, in diesem moralischen, sozialisierten, wo wir uns irgendwie, ich weiß nicht, spritzen müssen für die Gemeinschaft und frieren für die Gemeinschaft und ich weiß nicht was. Da sind wir jetzt am äußersten Extrem angelangt. Da geht es jetzt nicht mehr weiter. Das ist die Wand, an der die Wende passiert, um aus der Pugalkraft in die Zentrifugalkraft. Fugalkraft zur Zentripetalkraft zu kommen, genau, wo es wieder zurückgeht. Genau. Genau. Und was du beschreibst, ist hier aus der Ruhe heraus, es ist wichtig, nur aus der Ruhe heraus können wir klar sehen, ne, solange wir so bewegt sind, voller Emotionen und so weiter, es uns bewegt, hier draußen hängen wir am Fliegenfänger, können wir nicht klar sehen. Ne? Und nur hier drinnen kannst du klar sehen. Und das kann jetzt natürlich gesehen werden als eine Evolution mit Millionen von Jahren, ne, kollektiv, oder es kann gesehen werden, so wie unser Ausatmen und Einatmen, also, oder Winter und Frühling oder ne, die Jahreszeit. Es kann gesehen werden als eine Pulsationsbewegung, wo wir permanent quasi
raus und wieder rein, ne? In die Außenwelt gehen, Erfahrungen machen und sie wieder in uns verdauen und so weiter. Also, dass das Leben nicht ein dieser lineare Chronos ist, wo wir von A nach B gehen, sondern das auf die Art nicht fix, das hast du jetzt auch erwähnt, ne? Du hast es schön gezeigt, wir gehen da rauf, wir gehen rauf. Das heißt, es ist nicht ein Rad, wo wir uns permanent im Kreis drehen, sondern wir gehen. Es ist ein Spin, genau, wo wir uns, und das ist, denke ich, wo wir wirklich komplett eine andere Erfahrung machen und wo auch die Frage, das hatte auch der Michael sehr schön, der hat schöne Sendungen gemacht in letzter Zeit, muss ich sagen, dieser Druck, hier erleben wir Druck, immer mehr Druck, 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 ne? Und der Druck ist auch notwendig, weil ohne den Druck könnten wir hier die Kehrtwende nicht machen. Und hier ist kein Druck, sondern da ist der Sog, da zieht es uns, da ist Attraktion, da zieht es uns an. Es ist wie bei diesen Forellen von Viktor Schauberger, ne? Genau, die sich nicht anstoßen. Jetzt nimm mal ein Blatt Papier. Welche Schweinerl hätten es denn gerne? Ein ganz nacktes Papier. Ach, ein neues. Okay, Ein alles neues, neues Spiel, neues Glück. klar. Ja, Jetzt okay. mal ein Quadrat auf. Und jetzt dreh es mal um 90 Grad. Um 90, genau. Entschuldigung, um 45 Grad. So, So. und jetzt verbinde mal links und rechts mit einer Linie. Hier. Genau. Ja. So. Diese Mittellinie ist die Grenze, von der du gerade sprachst, an der jetzt alle abprallen. Ja? Wenn du dich von dem untersten Punkt, da wo jetzt dein Finger ist, die Bewegung nach oben, Ja. mach mal einen Pfeil bis da oben, und zwar bis zur Grenze. Ja. Nee, nur bis zur Grenze, nur bis zur Ach so, Grenze. bis der unteren. Okay, hier, Genau. ja. So. Okay. An dem Punkt sind wir jetzt. Genau. Du sagst An es. diesem Punkt herrscht Druck. Ja, so. Massiver. Massiver Ja. Druck. Und hier ist jetzt ein Punkt erreicht, wo der Druck maximal ist. Genau. Ja? Das heißt, hier entscheidet sich jetzt, ob du tatsächlich mit den Gegenkräften, die hier immer noch da sind, weiter kämpfst oder mit deinen Gegenkräften deinen Frieden machst, und dann kippt das Ganze nämlich um. Dann wird aus Druck Sog. Da ist der Daumen schon wieder. Also Ja, ich verstehe es irgendwas. auch nicht. Ja, ich Ja, verstehe es nicht. danke für den Hinweis. Wir haben dich gesehen. Der Kobold Der Kobold aus der ist zwölften da. Dimension. Ist das der Kobold von der Frau Baerbock? Ich nehme es jetzt mal positiv. Ja, Es natürlich. sind die Wesenheiten aus der zwölften Dimension und nicht die niederen aus der vierten. Nein, brauchen wir nicht. Die Ja, Astralwesen. genau. Und am Ende dieser Linie, da wo jetzt der Pfeil endet, da kippt sich alles um und da wird aus Druck so. Ab da geht es leicht. Aber wir müssen diese marginale Grenze überschreiten, ob uns das nun gefällt oder eben auch nicht. Wow, Carsten, das ist so schön, dass wir da so wirklich da uns so finden, ne, da. Ja. Weil genau, das hier ist die Schwelle. Ich hatte Ja. das in der letzten Sendung, glaube ich, da habe ich diese Grafik gezeigt, wo dieser rote Ding ist. Die Schwelle, hier ist die Schwelle. Und Genau. diese Schwelle, die ist nicht ohne. Das ist eine Wahnsinnsschwelle. Hier erleben, das ist auch die Todeszone. Ne? Ich hatte in meinem letzten, war das im letzten, wo ich über, ja, über die Todeszone, wo alles zermalt wird. Ne? Das hier Ja. ist die Todeszone. Und das ist eine Schwelle, die darf man nicht unterschätzen. Und ich meine übrigens, Carsten, dass wenn das da, das ist ein Point of No Return, also ein Punkt ohne Wiederkehr. Das heißt, da kannst du noch irgendwie rum und kannst, ach nee, mache ich nicht und ich fliege noch einmal um die Lampe und ach ja, fahre ich auf die Malediven und ich wandere aus und sonst was. Aber wenn du da angekommen bist, gibt es kein Zurück mehr. Und wenn du da nicht freiwillig oder dich dem ergibst, Gibt's. dann wirst du gezwungen und dann wird es ungut, weil dann wird dir der Liebste genommen oder eine Krankheit oder deine Kinder oder sonst was. Oder ich meine, gut, okay, vielleicht stirbst du auch im Sinne von, dass du tatsächlich deinen Körper verlässt. Das kann natürlich auch sein, wenn der Zeitpunkt gekommen ist oder wenn die Seele aufgibt. Ich weiß es nicht. Also das kann ich nur vermuten. Aber ich weiß nur, dass diese Schwelle, die ist nicht ohne. Und ob da jetzt einer ins Gefängnis geht oder ob einer ein Nahtoderlebnis erlebt oder ein Verlust oder wie auch immer, aber es ist jetzt, wie du ganz richtig sagst, da sind wir jetzt. Boah, und das wird immer ärger, immer ärger.
Und ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, dass jetzt so viele Berichterstattung immer nur in diesem, da wären wir wieder bei dem Bild, immer nur in dieser Außenperipherie, ne? Hier beschreiben, welche Phänomene hier im Außen jetzt da an dieser platonschen Höhle, an dieser Leinwand, was sich hier, da können wir jetzt endlos Bericht erstatten. In Ja. Israel passiert das, in Palästina das, in Neukölln das, in Dill und da ist das und dann können wir uns aufregen und das ist grauenhaft und das ist schlimm und da können wir einen Jammerzirkel bilden und da können wir irgendwie Traumata, Bewältigung ohne Ende und da können wir uns ewig hier bewegen. Braucht kein Mensch. Ist Energieverlust. Ja, braucht kein Mensch. Ja. Ja. Sieh noch mal die Raute. Also, ja, genau. Also. Das da hinten, dieses unbekannte Land, das ist das, was Welt in seiner Ursprünglichkeit repräsentiert. Denn den Garten Eden gibt es ja nach wie vor. Wir wurden ja nicht ohne Grund da ausgetrieben oder vertrieben. Das wäre eine Austreibung. Ja? Das ist wie ein gezwungenermaßen andersrum. Es ist eine. Ein Verlust, also schon wieder. Es ist ein Verlustiggehen unserer gewohnten Heimat oder unseres gewohnten Gehäuses. Das ist der Uterus, ja. Wenn ein Kind ausgetrieben wird, das heißt gegen sein eigenes Vermögen, gegen seinen eigenen Zeitplan, gegen seine eigene Kompetenz, wenn er herausgerissen wird, per Kaiserschnitt, per Sauglocke, oder durch venenfördernde Mittel oder was auch immer, also Eingriffe durch Intervention, wird dieser Mensch, der eigentlich dafür sich noch nicht präpariert hat, weil nicht seine Zeit da ist, seine Zeit ist nicht gekommen, solange das der Fall ist, ja, wird er dort an der Grenze zerschellen. Ja, er hat jetzt nur eine Möglichkeit. Okay, ich gebe mich jetzt diesem Fluss hin. Ich gebe mich diesem Lebensstrom hin und fließe und ströme durch diese Mauer, die gar keine ist. Auch diese Mauer ist ja auch nur eine vorgestellte. Diese Grenze, an denen jetzt Menschen zerschellen, existiert nur zwischen unseren Ohren. Das ist ja das Paradox. Ich sage noch einmal, wir müssen unsere Vorstellungen begraben. Und das ist die größte Illusion, die wir mit uns herumtragen. Das Menetekel einer Wand, an der wir zerschellen. Diese Vorstellung existiert nur durch unsere Sozialisation, durch unsere Erziehung, durch unsere politische Bildung, durch all das, was wir uns seit 60, 70 Jahren haben anhören müssen. Und wir glauben das. Ja, weil das sind schlaue Leute, die haben das studiert, die haben bliblablub und den müssen wir und hast du nicht gesehen. Nein. Die haben es geschafft. Ein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern, in der Gewissheit, da ist gar nichts drin in dem Hut. Aber wir glauben, das ist wie der Elefant im Raum, den es ja auch nicht gibt. Den gibt es so wenig wie das Kaninchen, was der da rauszaubert. Allein, dass du weißt oder dass du glaubst, dass dort ein Kaninchen drin sein muss, reicht, dass sobald der das macht, hängt das Kaninchen an seinem Haken. Wenn wir die Forschung begraben, dass auch diese Wand, an der wir vermeintlich zerschellen, nur zwischen unseren Ohren besteht, dann dürfen wir uns dem Lebensstrom hingeben, indem wir unser Herz öffnen und uns diesem Unausweichlichen, was du sagst, gegen das wir kämpfen können und damit unsere Ressourcen verschwenden, oder sagen, okay, wenn das sowieso unausweichlich ist, warum dann gegen das, was unausweichlich ist, meine letzten Kräfte wie heißt denn das? Aufbringen. Aufbringen. Wozu das Ganze? Das ist nicht nur dumm, es ist nicht ökumenisch, ich meine ökonomisch. Ja, es reicht, sagen, okay, ich lasse mich darauf ein, ich gebe mich dem Leben hin und lasse mich jetzt darauf ein, auf das neue Abenteuer. Ja? Und das funktioniert wirklich nur, indem wir dem hier oben sagen, so, jetzt ist mal stille, jetzt mach mal eine Runde Pause. Und hör auf zu funken. Und ich begebe mich jetzt auf Position 4, ja, und öffne diesen Herzraum, der ja unendlich groß ist. Der wird ja auch nur durch die Beschränkung, die von hier oben hier passiert, so klein gemacht, dass das Herz unerhört ist. Wenn wir wieder Herz über Kopf spiegeln, das heißt,
nicht dem Taktgeber oben sagen, du betaktest jetzt mein Zentrum, sondern dem Herzen wieder aufgeben, du betaktest jetzt meinen Verstand, dann darf auch aus Herz über Kopf eine Umkehr geschehen. Und Herz über Kopf heißt nichts anderes, die Dinge wieder auf den Fuß zu stellen, denn die stehen ja alle auf dem Kopf. Es ist ja alles verdreht worden. Das ist dann sozusagen eine weitere Bühne, mit der wir uns jetzt hier nicht beschäftigen werden, aber das ist dem Umstand der Verdrehung geschuldet, dass wir keine Orientierung mehr haben, die uns auf natürlichen Prinzipien zurückführt. Wir wissen von Ursprünglichkeit nichts mehr. Ja? Aber die Gewissheit der Ursprünglichkeit ist in jedem Menschen verankert. Und ich denke, es ist wichtig, in dieser Zeit dieser Zwischenwelt den Menschen klarzumachen, es gibt nur diese eine Instanz in dir, die dich da durchführen kann, indem du dich dem hingibst. Das kann nur die Herzebene sein, weil das ist die einzige Wahrheitsebene, die wir haben. Und da gilt es jetzt, glaube ich, den Schwerpunkt drauf zu legen. Diese Ebene zu fördern, diese Ebene wieder zu wecken, diese Ebene wieder ins Leben zu rufen, im wahrsten Sinne des Wortes, ins Leben zu bringen, also geboren zu werden, damit diese Kraft, die durch alles strömt, auch durch dich und durch mich, dass diese Kraft sich tatsächlich ungehindert entfalten kann. Es ist eine Art Geburtsprozess in die neue Welt. Genau. Wenn ich wieder transkribieren darf, wie erinnern, du hattest das Wort erinnern, richtig? Ja, Oder ja. habe ich das jetzt? Erinnern beinhaltet innern, eine Verinnerlichung, ne? Also erinnern an das, was im Inneren liegt. Wenn wir diese Welt, ja, die ja eine lineare Welt ist, und wir haben hier linke und rechte Gehirnhälfte, die dualistische und polare Unterteilung, nennen wir es mal so. Ich habe es oft mit Emotionalkörper und Mentalkörper benannt, beides Kinder, und du beschreibst es sehr, sehr gut, denn was uns im Weg ist, sind natürlich die Überzeugungen aus dem Mentalkörper, das, was du bezeichnest mit dem, was zwischen unseren Ohren ist. Aber natürlich, was uns im Weg ist, ist natürlich auch der Emotionalkörper, die ganze Zellspeicherung, die kindlichen Erinnerungen, Traumata, wie auch immer, und die ganzen Emotionen, die wir eingespeichert haben in den Zellen, Ja. da waren wir jetzt bei Wilhelm Reich oder so, aber das brauchen wir jetzt nicht alles. Aber auf jeden Fall, das ist, sage ich nur so nebenbei, da mache ich ja jetzt nicht nur Vortrag, sondern auch Seminarreihe darüber, die zu erlösen, weil wenn wir die nicht erlösen, kommen wir hier nicht durch. Das ist der Ballast, den wir mitschleppen. Mit denen kommen wir so, wie sie sich aufpludern, nicht durch. Und ja, also nur so nebenbei. Ich mache auch in Österreich einen Vortrag nächste Woche. Das gebe ich unten drunter, die Termine. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist, hier sind wir in dieser sogenannten 3%-Welt, über die wir ja gesprochen haben. Das, was messbar mit den fünf Sinnen erkennbar und messbar ist, die Wissenschaft, die 3%-Ebene, die grauen Gehirnzellen, das ist alles hier. Oder wir können es auch so ausdrücken, was wir hier haben, ist Teilchen. Und jenseits hier, Welle. wenn wir wieder auf Heisenberg zurückkommen, hier wäre die Wellen oder die 97% oder wie Giuliana Conforto es nennt, die weiße Substanz. Das wäre, wir können es natürlich auch Paradies nennen, oder ich meine, das ist völlig, völlig wurscht, aber das ist alles da im Jenseits. Und genau wie du sagst, es geht jetzt darum, um diesen Übergang. Wir können sagen, dass das Herz quasi das ist, was die beiden Welten verbindet. Das wäre ein bisschen wie die Lücke, wie das, was wir am Anfang gemeint haben, weil das Herz, wir haben nicht umsonst gesagt, dass du bei der Geburt, ne, das ist die erste Keimzelle, ne, entfaltet sich aus dem Herzen, und du hast ja auch gesprochen über der Herzfunke und so weiter. Also das heißt, das Herz ist das, was uns hier durchbringt, aber dafür ist es wichtig, Emotionalkörper und Mentalkörper, also linke und rechte Gehirnhälfte, einfach etwas zu erschlanken. Dann machen wir das so, damit es Ja. ganz schlank wird, damit man da durchpasst, dass die einfach ihren Ballast etwas, ja, die dürfen ja da sein, ne? Die dürfen ja da sein, aber sie sollen sich nicht so dick und fett machen. Ich habe das oft beschrieben mit so einem Kind, was irgendwie den Kopf durch eine Balkon-Ding durchsteckt, ne? Und dann regt es sich auf und kriegt einen dicken Kopf. Und wir können nur wieder durch, wenn wir das Kind wieder beruhigen. Das ist übrigens ein sogenanntes Oxymoron, diese Widersprüche. Mit dem Traugott hatte ich das sehr, sehr schön. Ich glaube, er hat das gesagt, dieses Ich bin erleuchtet. Die immer so proklamieren, ich bin erleuchtet. Und das ist ein Oxymoron, weil außer wir sagen dazu ein großes Ich, aber normalerweise meinen ja die Menschen damit
Das Ich im Sinne von, wie man es halt normal schreibt. Ne? Ja. Ich bin erleuchtet, das Ego ist erleuchtet, ist ein Oxymoron. Wenn überhaupt, dann hier hinten ist es, wenn dann dieses Je suis, ich großgeschrieben im Sinne von Jesus Christus, Christusbewusstsein oder Jesus Christus, ja genau, so. Jetzt gibt es verschiedene Wege, um das jetzt mal vielleicht mal ein bisschen mit ein paar praktischen Dingen zu füttern. Denn die uns jetzt hier zuhören und die fragen, was hier, um was mache ich jetzt? Habe ich so einen Rucksack überhaupt? Kann ich mein Sturmgepäck überhaupt packen? Was muss denn da rein? Ja, also Felsstecher, Essbesteck, Streichhölzer, vielleicht ein Zwirn und Faden, ein Messer. Ja, was muss denn da rein? Was ist essentiell? Das Vermögen. Das Vermögen, und das trage ich in mir. Und dieses Vermögen, was ich in mir trage, gilt es freizusetzen. Ja, es geht darum, den inneren Schatz zu heben. Und diesen inneren Schatz zu heben ist, glaube ich, einfach und schwierig gleichermaßen. Schwierig deswegen, weil wir uns das nicht vorstellen können. Und einfach dann, wenn du all diese Vorstellungen fahren lässt, realisierst du, wie konnte ich mir 70 Jahre lang den Kopf machen, um festzustellen, ich hätte es mir auch, aber du kennst ja den Spruch, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ich meine, wenn das das Lebensmotto ist, wenn das dein Credo ist, dann wirst du jeden zum Teufel schicken, der dir was Einfaches anbietet. Ja? Wenn aber klar ist, dass alle Wahrheit einfach sein muss, sobald etwas kompliziert ist oder dir als kompliziert verkauft wird, kannst du einen Haken dran machen. Danke fürs Gespräch, brauche ich es nicht. Ja? Alles, was kompliziert ist, kann nicht wahr sein. Sonst hätte sich die Welt nie organisieren können. Alles beruht auf ganz, 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 ganz einfachen Prinzipien, die dann in der Aneinanderreihung, die dann in der Verknüpfung zueinander ein komplexes, nicht kompliziertes, ein komplexes, kohärentes Bild erzeugen. Und dieses komplexe, kohärente Bild, das ist das, was jeder Einzelne für sich erkennen kann, wenn er es erkennen möchte, dass er eingebunden ist als Punkt innerhalb von Kohorten von Punkten. Er ist verbunden mit allem. Ja? Und das Geburtsgeschehen, das auf die Welt kommen mit dieser neuen Ansicht oder mit dieser anderen Ansicht, halte ich für ganz evident auch eine Möglichkeit, sich von all dem frei zu machen. Was an Anhaftungen, was an Klebstoff, was an Schuld, was an Poker, nee, was an Offenbarungen, was an altem Kram, was an Moder, was an Dreck, was an Lügen, was auch immer an dir haften mag, wirst du nicht antreten, wenn du das nicht abstreifst. Kennst du den ersten Arnold Schwarzenegger-Film? Er ist ein Österreicher, ne? Arnold? In seinem ersten Terminator. Da ist er ja aus diesem großen Nullpunktfeld angetreten durch diese Raumschnecke, ja, und trat dann da nackt an. Ja. Und der erste Auftritt auf dieser Erde, irgendwo in der Kneipe, dann kamen dann so ein paar Rocker aus dieser Kneipe raus, die natürlich alle gut angezogen waren, und sagte, ich brauche deine Klamotten, weil ich kann so nicht rumlaufen. Ja. Also du kannst so antreten, völlig nackt, und sagen, alles, was du brauchst, ist da drüben. Als Spiegel in dir. Du musst nichts mitnehmen, gar nichts. Du kannst völlig nackt antreten. Ja? Nackt heißt nicht ohne Kleidung, sondern nackt heißt völlig frei von Vorstellungen. Und wenn du vorstellungsfrei antrittst, tatsächlich als Tabula rasa oder als weißes, unbeschriebenes Papier, dann kannst du in dem Moment, wo du antrittst, dieses Bild nach deinem Vermögen füllen. Und zwar so, wie es dir gefällt, so wie es deinem Impetus entspricht. Ja? Und diesen Geburtsvorgang, den kann jeder, solange er hier ist, nachvollziehen und auch nachholen. Er kann seine eigene Geburt nachholen, um all das, was er von sich weiß, was nicht zu ihm gehört, ihn aber belastet, kann er über Ritualarbeit, da gibt es verschiedene Wege, kann er sich energetisch davon lösen, indem er eben nackt, unbekümmert, das heißt ohne Kummer, ja, unbehaftet, ohne Klebstoff, tatsächlich durch dieses Nadelöhr hindurchschlüpft. Und zwar ganz einfach, indem er einfach all das, was er nicht mehr braucht, hier lässt, um dann
auf der anderen Seite völlig unbeleckt wieder ankommt und dann dort den Punkt oder den Zeitpunkt t gleich 0 nochmal setzt. Und zwar in einer anderen T Verfasstheit. gleich 0. Also t ist Was ist Zeit, T gleich 0? t gleich 0. Ah. Also das sozusagen, das ist das Koordinatensystem, ja, und hier ist 0 und hier 1, 2, 3, blablabla. Ja, das heißt, da beginnt dann die Ah, neue okay. Zeit, da beginnt dann die Kairos-Zeit für ihn. Aber im Prinzip gibt es dann keine Zahlen mehr. Dann gibt es nur noch eins. Jetzt. Davor ist Genau. 1000 Jahre, 10.000 Jahre minus blablabla. Das fällt alles weg, weil ich glaube, wenn das System kippt, stirbt die Sekunde. Und damit stirbt Kronos. Wenn Kronos stirbt, tritt automatisch das in Kraft, was seit Äonen darauf wartet, sich zu entfalten. Das ist Kairos. Das ist Genau, darüber hast du sehr, sehr schön der mit Geburt. Simon hast du da eine sehr schöne Genau. Sendung gemacht. Genau. Das ist der Geburtsvorgang, der jedem Menschen bevorsteht, über die Kronoszeit in die Kairoszeit zu wechseln, geht nur durch Abstreifung aller Anhaftung. Ja? Vielleicht noch einen Tipp, dann bist du wieder dran. Das, was du vor ein paar Tagen von uns gepostet hast, wir machen so ein Geborenwerden-Seminar. Das beinhaltet genau das, diesen Prozess in einer Gruppe als Gruppenfeld mit einem alchemistischen Wässerchen, geboren werden heißt das, diesen Durchgang durch das Nadelöhr zu organisieren. Das funktioniert. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht und das funktioniert, wenn man sich nur darauf einlässt und sich diesem Prozess hingibt. Ja, also das funktioniert am besten, wenn man hier oben diese Birne für diesen Moment ausschaltet und sagt, okay, ich kann nichts verlieren, es ist bereits alles passiert, ich wage. Ich wage es und ich wage mich. Mit einem A. Genau. Und wenn jetzt jemand da draußen fragt, ja, boah, ich kenne mich eigentlich nicht aus, wo soll ich beginnen, wo fange ich an? Also, wir haben einen Lotsen, wir haben eine Führung dadurch. Jetzt kann es sein, dass wir, wie gesagt, Jahrtausende, ja Millionen Jahre hier im Irrgarten herum im Kreis uns gedreht haben, im Hamsterrad und immer Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong. Egal. Jetzt ist, wie wir haben es schon gesagt, die Endzeit und die Endzeit heißt nicht, also. Ja, doch, wir sterben, das stimmt, wir sterben einen Tod. Aber wir sind jetzt nicht mehr an dem Punkt, wo wir unseren Körper dafür zurücklassen müssen. Das kann, und das ist wichtig, dass ich das wirklich, ich denke, wir reden hier durchaus auch aus eigener Erfahrung, weil wir warten ja nicht auf irgendeine Zeit, wo wir alle da drüben sind, sondern wir alle sind in diesem Dreh- und Angelpunkt hier in der Jetzt, Mitte, jetzt. im Jetzt, genau, und erleben das jeden Tag. Na, also ich warte nicht auf irgendeine Erlösung oder auf irgendwann, wann das Kollektiv irgendwie da, weil das, da sind wir, da wären wir wieder hier, na, das Kollektiv hängt hier am Fliegenfänger. Wenn du hier drinnen bist in deinem Dreh- und Angelpunkt, dann ist das völlig egal, was die anderen machen. Natürlich wird es auch eine kollektive Passage geben, aber du bist davon nicht abhängig. Und das Leben führt dich, und da, auch darüber hat der Michael eine sehr, sehr schöne Sendung, oder er hat es, glaube ich, in diesem Vermögenssendung hat das gesagt. Und das fand ich sehr schön, weil das wirklich so ist, wie ich durchs Leben gehe. Nämlich, das Leben führt dich dadurch. Und das Leben hat immer recht, sagt die Turner. Und er sagt es anders. Er sagt, das Leben ist vollkommen. Und das stimmt auch, wenn du im Gefängnis oder im Krankenhaus landest oder dein Partner stirbt oder so. Und trotzdem ist das Leben vollkommen, weil es dich hier hinführt, da, wo es dich hinführen soll. Und das ist dein Lotse, das Leben. Und da kann man nicht sagen, ach, das nehme ich gern, aber da hat das Leben echt, also das ist doch ein Quatsch oder so. Nein, es ist immer alles zur rechten Zeit und es ist in sich vollkommen, auch wenn wir diese Schönheit nicht erkennen können oder wenn es für uns schmerzhaft ist, weil, warum ist es schmerzhaft? Weil wir eben die hier so die Anhaftungen zurücklassen von unserem Emotionalkörper und von unserem Mentalkörper. Und die Anhaftungen, du hast es jetzt öfter erwähnt, Anhaftung heißt nichts anderes als Identifikation damit. Wir identifizieren uns mit dem, das nennen manche halt Ego. Und das ist unser ganzes Sein. Und das finde ich jetzt so spannend, lieber Carsten, dass die Ingrid Rasselenberg, ähnlich wie du redest ja von der zweiten Geburt, und die Ingrid Rasselenberg spricht davon, dass das hier unser Säugetierbewusstsein ist. Also diese beiden, die das Ego bilden,
Das ist, und da geht es ums Überleben. Da geht es ums nackte Überleben beim Säugetierbewusstsein. Da geht es nur um Geld verdienen, Nahrung zu sich nehmen, wieder rausscheißen. Entschuldigung, dazwischen liegt noch Verdauen. Aber anhäufen und Häusle bauen und irgendwie Ding. Und also das ist der Sinn und Zweck. Solange wir hier auf dieser Ebene in dem reinen Säugetierbewusstsein sind. Und wenn wir hier durchgehen, durch diese Passage, dann ist das, als würde irgendwie die Bienenwabe verlassen. Und ich habe einmal so eine gesehen, das ist dann, dieses System höhlt sich gerade selber aus. Und was wir erleben, ist eine Aushöhlung von dem hier. Und zwar nicht, weil, wie, ich meine, ich höre mir immer noch Eva, Hermann und Pop und so an. Ich höre sie mir an, weil ich einfach gerne informiert bin. Aber ich merke, sie identifizieren sich mit dieser Welt und meinen, sie müssen jetzt die Plazenta noch auskleiden und dann noch eine neue Leitung reinlegen und irgendwie eine andere Drainage, damit die Plazenta ja nicht eingeht, damit diese Bienenwabe ja nicht irgendwie zu Staub zerfällt. Denn es ist nun mal so, sobald wir hier durchtreten, zerfällt das hier zu Staub. Wir brauchen es auch nicht mehr. Und wie die Ingrid Rasselenberger das so schön sagt, wer dann irgendwie meint, er müsste sich jetzt ein Stück Nabelschnur damit um den Hals binden, ja, dann verreckt er dran. Oder ein bisschen Fruchtwasser noch hier rüber retten, das ist einfach nur absurd. Und da wird es uns einfach klar, weil wir gehen hier drüber. Wir gehen hier drüber. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ein Teil ist da drüben. Beziehungsweise das Bewusstsein ist schon hier drin. Und dann gibt es vielleicht Anteile, die meinen, ah, da wäre noch was, ne? Aber die kommen auch noch hinten nach. Jeder ist da für sich verantwortlich, gut für sich zu sorgen, für seine Kleinen, damit die da möglichst erschlankt. Da wären wir wieder bei dem Bild, Carsten, aber eigentlich geht es noch weiter, gell? Weil du redest ja, es ist wie bei Himmel und Hölle, ne? Da wären wir jetzt, das ist der Punkt, das ist das Nadelöhr. Ja, genau. Das ist Ja. Einfalt. Ne? Einfalt. Ja, genau. Ja? Das ist Genau. Einfalt, wenn die Kugel implodiert und es bleibt nur der Punkt übrig. Und da ist alles hochkonzentriert, zwar in einem einzigen Punkt versammelt. Das ist der Nullpunkt. Deswegen heißt er so. Genau, und wenn ich das noch nach, das fällt mir jetzt noch ein, weil ich die Sendung, die ich mit der Dane gemacht habe, sie hat ja Heisenberg, hat sie ja so erklärt, fand ich sehr einfach und sehr schön, dass es notwendig ist, dass also wenn wir es von der anderen Seite her sehen, wie wir inkarniert sind überhaupt, dann war ja da nur Welle, das wäre jetzt der umgekehrte Inkarnationsprozess, wir kommen aus der Welle und erst wenn die Welle auf Teilchen, auf einen Widerstand trifft, wird sie Ja. zu Teilchen, wird Materie daraus. Und der Prozess geht in die eine Richtung, so sind wir in dieser Welt inkarniert, ne? Hier in der Materie. Und jetzt geht es halt wieder retour. Aber der Witz ist, wir nehmen unseren Körper dabei mit. Aber es geht um Welle und Teilchen. Richtig. Die Christina, also meine Herzhälfte in der Akademie, hat einen schönen Spruch gewählt: Das Leben ist immer für dich, egal wie es Oh, aussieht. Ja? sehr gut, sehr gut. Und wenn das Sehr gut, weil Leben. die Überzeugung so ist, Ja. das hört man, dass das Leben gegen dich ist. Ja, aber damit werden wir groß. Deswegen brauchen wir Experten, um uns zu schützen, um uns gegen böse Feinde im Kleinen und Großen. Wenn das Leben nur aus Gefahr besteht, müssen wir uns ja versichern, um zu überleben. Genau. Die Versicherung schafft ja keine Voraussetzung für Erleben, sondern bestenfalls fürs Überleben. Ja? Das heißt, du zahlst 60 Jahre lang deine Gebühren und vor dem Erlebnisfall, versicherungstechnisch, stirbst du. Ja. Ja? Schöne Scheiße. Also dann lieber den Tag genießen, voll, als auf eine Verheißung hin, auf eine zukünftige Begebenheit, die du nicht erzwingen kannst, die du auch nicht berechnen kannst, mit der du eigentlich nichts anfangen kannst, weil das ist eine Fiktion eines Versicherungsmathematikers, der einen Punkt gesetzt hat, der seinem Herrn sagt, es müssen so und so viele, so und so lange einzahlen, damit die wenigen, die das erleben, auch bezahlt werden können. Ja? Darauf beruht Versicherungsmathematik. Wenn das Leben aber immer für dich ist, wie Christina sagt, dann spielt es keine Geige, wie viel Policen du abschließt. Nichts davon ist nützlich. Und diejenigen, die das hautnah erleben wollen, die besuchen einfach das, was wir anbieten. Wir schreiben nachher mal einen Link drunter, das, was du schon mal gemacht hast. Und dann können die lesen, wie so eine transzendente Reise durch das Nadelöhr in einer zweiten Geburt manifest wird. Ja? Das ist das, was diese Frau, wie hieß die Mathematikerin nochmal, die, mit der du Die gesprochen Ingrid Rasselenberg. hast? Ganz genau. Da hat ja auch das Torusmodell bemüht.
Ja, es gibt diese beiden Modelle, Torus als geschlossenes und Torus als offenes Energiemodell. Es gilt beides gleichzeitig. Geschlossen sind wir insofern, da wir körperlich begrenzt sind durch unsere Außenhaut, sind wir ein geschlossener Torus, der aber mit jedem anderen Torus über die Herzebene verbunden ist. Das ist jetzt hier, jetzt hol bitte nochmal die erste Skizze hervor mit den beiden Punkten. Wo sind sie Moment denn? mal, wo? Ah, hier. Na, wa, 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 Wo ist der wa, Zettel? wa. Ah, Genau, hier. also das in der Mitte. Das ist die Schnittstelle von Wesen 1 oder von Mensch A und von Mensch B. Jeder von sich ist begrenzt als geschlossenes System, aber er ist energetisch mit seinem Nachbarn und mit allem anderen verbunden. Das ist der Widerspruch, den man ganz einfach lösen kann, indem man sagt, es ist beides gleichzeitig. Der Torus ist immer beides, je nachdem, wie du schaust. Schaust du aufs große Ganze, ist das System offen. Schaust du auf die Entität ABC, sind diese Systeme geschlossen, aber im Austausch mit allem anderen. Genau, das ist dann du brauchst eine Sphäre, um überhaupt etwas beobachten zu können oder etwas definieren zu können. Und das wäre hier bei Walter Russell Das wäre das. Gleiche. Hier drinnen, bei der Giuliana Conforto ist es die innere Sonne. Ja. Das ist das, wo wir alle miteinander verbunden sind, wo das kosmisch-göttliche Bewusstsein ist. Da sind wir all eins. Ja. Und hier draußen sind wir sind wir getrennt. Also da sind wir getrennt, genau. Und Carsten, das ist total wichtig, was du jetzt, also ich finde das auch wunderbar, wenn wir jetzt noch die letzten Minuten dafür nutzen, dass wir nämlich, weil wird ja oft gefragt, ja, und was mache ich jetzt damit? Und ich meine, das ist natürlich schon lustig, weil wir haben es ja eigentlich gesagt beim letzten Mal mit der Taufe und so, es war ja klar, dass man da bei dir mehr darüber erfahrt oder bei euch, bei der es Christina und bei dir. funktioniert. Ich kann nur sagen, es funktioniert. Ja. Wir machen uns keine Freunde bei denen, die ohnehin keine Freunde sind. Aber wir machen uns Freunde bei denen, die festgestellt haben, es ist so einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ja, nochmal, die Dinge sind stets simpel. Auch die Lösungen sind simpel. Sie gehorchen ganz einfachen Prinzipien, den hermetischen Gesetzen. Analogie, innen wie außen, oben wie unten, wie im Kleinen, so im Großen. Wer das mal verstanden hat, was das bedeutet in seiner Praxis und das in sich erlebt hat, der wird feststellen, es ist ganz einfach, sich von diesem Kontrakt zu lösen oder unbehaftet in die Welt zu treten, nachträglich. Das geht alles. Es ist rein energetisch zu organisieren. Und wer weiß, wie es geht, wir wissen, wie es geht, der möge da einfach sich da schlau und kundig machen und fragen, will ich das oder will ich das eben nicht? Punkt. Genau, und wer eben da tiefer einsteigen will, ne, der kann jetzt bei euch diese Seminare buchen oder also eure Vorträge hören und so weiter. Wir geben den Link drunter. Und bei mir geht es jetzt, ich habe jetzt einen Titel über drüber, Kind, wie kriege ich dich bloß erwachsen? Weil das ist meiner Meinung nach genau, worum es geht, damit wir die beiden jetzt irgendwie endlich beruhigen können, dass die sich nicht so aufpudeln müssen, aufplustern müssen, weil sonst kommen wir da nicht durch. Und das ist dann der Schwerpunkt sowohl von den Vorträgen, die ich jetzt in nächster Zeit mache, als auch diesem Online-Webinar, was ich über W14 heißt es, oder? Ja, genau. Den Verein anbiete, genau. Und wir geben einfach beides unten drunter. Ja. Bei mir sind das Vorträge in Österreich, also in einer Woche, ein paar Tagen bin ich in der Nähe von Nürnberg, dann bin ich in Österreich, und dann bin ich in Hannover. Dann in Also, Mühlhausen. und dann bin ich, ganz wichtig, die Ganz Volition wichtig, in ganz Mühlhausen, wichtig. das ist von 1. bis 3. Sind Dezember. wir live? Da sind wir live, genau. Da können wir uns auch anfassen. Ich meine, haptisch. In 3D, Dolby Surround und in Technicolor. Und was ganz wichtig ist, wenn da so viele Menschen zusammenkommen wie bei der Volition, dann hier, wir haben über die Ursachenebene gesprochen, ne? Da wo die Wellen sind, ist die Ursachenebene. Und was da möglich ist, ist, dass da quasi, das ist wie, ja, nennen wir es weiße Magie, nennen wir es Magie, aber wir können es auch ein Ritual nennen. Es sind auf jeden Fall, oder Quantenverschränkungen, das ist im Grunde genommen eigentlich alles dasselbe. Was da passiert ist, dass wir ein Feld kreieren, in dem wir uns alle treffen können, wo Verschränkungen stattfinden können. Und ja, das funktioniert, das geht wenn ihr das online bucht, weil auch das erleben wir ja hier. Ist da der Yoshi, den habe ich gar nicht gesehen, Ja. der hat sich da hingefletzt. Diese Quantenverschränkung funktioniert, auch wenn ihr jetzt
jetzt hier am Bildschirm sitzt oder uns nachträglich hört, das ist nicht abträglich. Oder eben bei der Volition könnt ihr das online buchen oder eben natürlich vor Ort sein, was natürlich dann noch energetisierter ist. Das ist gar keine Frage. Und da ist mehr als nur Informationsvermittlung durch die Vorträge. Da kreieren wir ein Feld und in diesem Feld, in dem Quantenfeld sozusagen, begegnen wir uns. Und das nehmt ihr dann mit nach Hause. Genau. Ja, genau. Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Ja. Dass wir sozusagen in dem oder in der Gewissheit der Mikrobiologie 2.0 positive Ansteckung. Ja, also wir sollten diese Idee weitergeben und jeder, der sich damit infizieren möchte, möge seine Infektion weitergeben zum Wohle des Ganzen. Ja, damit tatsächlich diese neue Welt mit neuen Inhalten, mit freien Energien, mit freien Ideen gefüllt werden kann. Damit da tatsächlich eine Welt entsteht, die dem Renaissance oder der Renaissance des Menschseins entspricht. Mhm. Denn wir müssen uns erinnern, was wir sind. Wir haben vergessen, dass wir vergessen haben, was wir sind. Wir haben horizontal und vertikal vergessen, dass wir Menschen sind, was Menschsein bedeutet. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Genau, wenn nicht jetzt, wann dann? Sehr schön. Wunderbar. War wieder eine schöne Reise mit dir, Carsten. Ich bin unglaublich geschafft nach diesem Tag von gestern. Das war wirklich, also es ist, körperlich ist es anstrengend. Anstrengend, ja. Ich kann sagen, mental und emotional geht es mir gut, weil ich da sehr beständig bin, weil ich ja von der Mitte genährt bin. Aber körperlich merke ich, wie das Ganze anstrengend ist. Ja. Aber unsere Ressourcen, die von innen kommen, sind unerschöpflich. Und wer davon ein Beispiel haben möchte, der möge bitte zur Volition kommen. Genau. Um sich in diesem energetischen Feld inspirieren, anstecken und berühren zu lassen. Von Herzen zu hören. In Thüringen. 9998 ist die Postleitzahl. 99998. Kann man sich gut merken. Wendehausen. Nein, Mühlhausen. Mühlhausen. Nicht Frankreich, Thüringen. Da, wo das Herz Deutschlands schlägt. Ja, genau. Mhm. Wunderbar. Punktlandung, 20.30 Uhr. Es ist immer so, gell? Punktlandung. Also dann. Gutes Nächtle. Gute Nacht. An den Äther und an die Menschen da draußen. Bis demnächst mal in diesem Theater. Genau. Tschüss.